Niki. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, besucht Bing heute Sula. Und Flop ist auch da. Du wuschst, Hoppity. Flop? Ja, Bing? Kann Hoppity sogar schneller als dein Auto wuschen? Oh ja, Bing. Freuen sich Hoppity und du schon, Sula zu sehen? Ja, wir basteln nämlich heute Ratschbilder. Ha, da sind wir. Los, komm, Flop. Sula! Sula! Ich bin's! Oh, hallo, oh, Amma. Hallo, Bing. Hallo, Amma. Wo ist Sula? Oh, sie hat heute Besuch. Oh. Tschüss, Bing. Oh, tschüss, Flop. Amma kann anrufen, falls du mich brauchst. Okay. Dankeschön, Amma. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Okay, wir sehen uns später, Flop. Hallo, Bing. Hallo, Sula. Das ist mein Cousin, Niki. Ist der nicht niedlich? Das ist mein Rennauto. Niki liebt es, Bing. Auto. Ja, Niki, das ist Bings Rennauto. Ja. Sind wir startklar, um unser Seidenpapier zu zerreißen? Ja, Amma. Oh, ja, Amma. Na dann, jeder bekommt eine Unterlage, Papier und einen Stift. Zuerst müssen wir nämlich etwas malen. Oh. Danach zerreißen und dann tupf, tupf, tupf mit dem Kleber. Oh, oh, ich male jetzt den glitzerndsten Stern. Ich male Flop. Gute Idee, Bing. Ist Flop bald wieder da? Ja, Bing. Sehr bald. Okay. Also, mein Karottenkuchen backt sich nicht von selbst. Ich bin in der Küche. Oh, okay, Amma. Ups. Vorsichtig, Niki. Niki, komm her und bastle Ratschbilder. Kann ich bitte das braune Papier haben, Sula? Ja, Bing. Danke. Niki, hier. Oh, genau so. Und jetzt noch viel kleinere Stücke. Bum, bum. Niki. Bum, bum, bum. Oh, Vorsicht. Oh, sei lieb zu Niki, Bing. Er ist doch noch klein. Aber ich bin doch lieb. Er spielt mit meinem Rennauto. Oh, ja. Oh, Amma, haben wir irgendwo auch lila Papier? Ja, haben wir, Sula. Auto, schnell. Ja. Deswegen heißt es ja auch Rennauto, Niki. Auto, wusch. Okay. Guck mal, du kannst mein tolles Rennauto auch die Rutsche runterwuschen. Auto, schnell. Ja, wusch. Auto, wusch. Ich zeig es dir. Oh, okay. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Wusch. Ja! Toll! Ja! Yes, wusch, Niki. Wusch. Nochmal, nochmal. Du kannst auch die Rutsche runterwuschen. Ich zeig es dir. Okay. Eins, zwei, drei. Wusch. Wusch. Nochmal, nochmal. Oh, oh nein, Niki. Oh. Niki. Oh nein. Oh, Niki. Niki, oh. Ist alles okay? Oh nein. Bing. Du hättest auf Niki aufpassen sollen. Habe ich. Hast du nicht. Oh, oh, er ist oh, oh, noch klein. Oh, oh, oh. Brille. Was höre ich denn hier so viel Gezeter? Bing hat Niki alleine rutschen lassen. Habe ich nicht. Hast du. Oh. Und jetzt ist seine Brille kaputt. Naja, wenigstens ist Niki nicht kaputt. Niki wollte alleine rutschen. Und du bist nicht fair, Sula. Ich will zu Flop. Oh, Bing. Flop ist gleich wieder da. So schnell kannst du gar nicht blinzeln. Bing, Brille. Oh, oh, Niki. Bing. Brille. Oh.
Aber Junge! Bing, okay. Brille. Danke, Niki. Entschuldige, Bing. Entschuldige, Sue. Oh, das war eine schöne Entschuldigung. Okay. Wer hat Lust auf meinen ganz besonderen Karottenkuchen? Ja, ich bin ich, Mama. Ich. Kuchen. Ah, Flop. Komm rein, Flop. Ich hab dich vermisst, Hallo, Bing. Flop. Na, ich hab dich auch vermisst. Wir haben Karottenkuchen. Oh, na dann. Eine Tasse Tee? Oh, sehr gern. Oh, Kuchen. Lecker, Amma. Kuchen. Oh, Kuchen. Oh, Niki. Hallo, ich und Sula haben Bilder mit Ratschpapier gebastelt. Und ich habe ein Bild von Flop gebastelt. Und von Hoppity. Sulas Cousin, Niki, ist sehr klein. Und er ist hingefallen und hat seine Brille kaputt gemacht. Sula war ganz böse auf mich. Und das fand ich gar nicht gut. Aber dann hat Niki seine Brille alleine wieder ganz gemacht. Er ist wirklich schlau. Manchmal kann man Dinge, die kaputt gehen, wieder ganz machen. Dinge reparieren. Das ist Bings Ding. Und Nikis Ding auch. Aha. Gesichtsbemalung. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, spielt Bing heute mit seinem Beißisaurus. Und Flop ist auch da. Der Beißisaurus kriegt dich! Oh, der Beißisaurus! Keine Angst, Flop. Er wird dich nicht essen. Heute hat er nur Hunger auf Karotten. Oh, na zum Glück. Da kommt er! Ah, wer das wohl ist? Hallo, Bing! Oh, es ist Sula, Flop. Hallo, Bing. Hallo, Bing. Hallo, Sula. Hallo, Amma. Bing, wir haben eine Frau getroffen, die Gesichter anmalt. Und jetzt bin ich ein funkelnder Schmetterling. Kann ich mein Gesicht auch anmalen lassen, so wie Sula? Klar, Bing. Ich kann dein Gesicht anmalen, Bing. Ich weiß nämlich jetzt ganz genau, wie das geht. Oh, ja. Bitte, Flop. Hm, geht das in Ordnung, Amma? Nun, wir hätten schon Zeit für eine Tasse Tee. Ja! Na dann komm, suchen wir nach den richtigen Farben. Los, komm, Sula. Hier. Oh, ja. Da sind alle Farben, die wir brauchen, Bing. Und Schwämme? Oh. Und Wasser. Wir brauchen das Wasser, damit wir die Farben auf dem Schwamm nicht vermischen. Und den hier brauchen wir, damit ich mein angemaltes Gesicht sehen kann. Yep. Ach, der Tee ist fertig, Flop. Also, was für eine Gesichtsbemalung möchtest du haben, Bing? Das ist eine Überraschung. Oh. Nicht gucken. Okay, aber ihr ruft uns, wenn ihr fertig seid. Ja. Freust du dich, dass Sula dein Gesicht anmalen wird, Bing? Ja, das tut er. Ja. Na gut, wir sind dann drüben. Also, Bing, was soll ich dir denn heute auf dein Gesicht malen? Ich will kein Schmetterling. Aber warum denn? Schmetterlinge sind so schön, Bing. Ich will ein Dinosaurier. Ein Schmetterlingsdinosaurier? Nein, nur ein Dinosaurier. So wie der Beißisaurus. Aber Schmetterlinge kann ich am besten. Dann will ich keine Gesichtsbemalung, wenn ich kein Beißisaurus kriege. Warte, warte, warte. Ich kann auch ein Dinosaurier. Setz dich wieder hin. Okay. Der Beißisaurus ist grün. Ich weiß, ich weiß. Kann ich mal sehen? Halt still, Bing! Du, 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 du. Perfekt. Genau wie der Beißisaurus. Still sitzen, Bing. Für die Nase muss man nämlich wirklich ganz richtig gut sein. Du bist gut im Gesichter anmalen, Sula. Ich weiß. Noch ein bisschen hier. Ups. Was? Nichts. Es sieht toll aus. Genauso wie der Beißisaurus. Weißt du, der Beißisaurus kann ein ganzes Haus in einem Bissen essen, wenn er will. Halt still, Bing. Oh ja. Ist das lila? Ja, aber doch nur ein bisschen. Aber der Beißisaurus ist nicht lila. Aber Bing. Lass mich sehen. Nein. Sula. Jetzt habe ich lila Flecken. Es sieht gut aus. Guck. Bing, guck doch mal.
Das gefällt mir nicht. Der Balthasaurus ist grün. Nein, Bing, hör auf! Jetzt hast du alles verwischt. Du liebe Güte, was soll denn hier das ganze Geschrei? Sula hat mein Balthasaurus lila gemacht. Bing hat die ganze Farbe verwischt. Ich wollte nur grün. Es gibt doch lila Dinosaurier. Nein, Bing ist schuld. So, und was machen wir jetzt mit euch beiden? Ich will nicht mehr mit Sula spielen. Ich will nach Hause. Okay, nun dann gehen wir nach Hause, sobald ich meinen Tee ausgetrunken habe. Oh, sieht so aus, als hätte die Küche auch etwas abbekommen. So, Bing, was wolltest du denn für eine Gesichtsbemalung? Den Balthasaurus. Den habe ich ja gemacht. So, wie muss der Balthasaurus denn aussehen? Er hat ganz spitze Zähne. Oh, Zähne. Etwa so? Mal sehen, mal sehen. Oh, oh, oh. So geht's. Was für ein gruseliger Dinosaurier, Bing. Ich bin der Balthasaurus. Bing. Oh, war das etwa noch ein gruseliger Dinosaurier? Nein. Nein? Na dann. Flop? Ja? Kann ich auch so spitze Zähne haben, bitte? Aber natürlich, Sula. Oh, Sula, jetzt bist du ein Balthasaurus-Schmetterling. Du siehst aus wie ein Balthasaurus-Schmetterling, Sula. Und du siehst aus wie der Balthasaurus-Bing. Der Balthasaurus-Schmetterling wird den Balthasaurus beißen. Ich bin der Balthasaurus. Also dann, ich habe meinen Tee jetzt ausgetrunken. Sula, möchtest du nach Hause? Oh nein, wir haben so schön gespielt. Können wir noch etwas länger bleiben, Amma? Sula hat mein Balthasaurus noch nicht fertig gemalt. Das ist nicht schlimm. Dein Balthasaurus ist jetzt perfekt. Flops aber noch nicht. Oh, das bitte, Flop, dürfen Sie dein Gesicht an meinen Flop malen, bitte. Das klingt nach viel Spaß. Soll ich hier sitzen? Hallo. Sula kam heute zu Besuch und sie war ein schöner Schmetterling. Sie durfte mein Gesicht anmalen. Ich wollte so grün sein wie mein Balthasaurus. Aber Sula hat mir lila Flecken ins Gesicht gemacht. Und das hat mir nicht gefallen. Also habe ich die Farbe verwischt. Und Sula war böse auf mich und wollte nach Hause gehen. Aber dann hat Flop mir spitze Zähne gemalt. Genauso wie beim Balthasaurus. Und dann hat Sula auch Zähne gekriegt. Danach haben wir Flop bemalt. Jetzt ist er Floppetivusch. Manchmal, da kannst du einfach neu anfangen und bist dann gar nicht mehr böse. Gesichter anmalen, das ist Bings Ding. Floppetivusch. Gesichtsbemalung. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, spielt Bing heute mit seinem Balthasaurus. Und Flop ist auch da. Der Balthasaurus kriegt dich! Oh, der Balthasaurus! Keine Angst, Flop. Er wird dich nicht essen. Heute hat er nur Hunger auf Karotten. Oh, na zum Glück. Da kommt er! Ah, wer das wohl ist? Hallo, Bing! Oh, es ist Sula, Flop. Hallo, Bing! Hallo, Bing! Hallo, Sula! Hallo, Amma! Bing, wir haben eine Frau getroffen, die Gesichter anmalt. Und jetzt bin ich ein funkelnder Schmetterling. Kann ich mein Gesicht auch anmalen lassen, so wie Sula? Klar, Bing. Ich kann dein Gesicht anmalen, Bing. Ich weiß nämlich jetzt ganz genau, wie das geht. Oh, ja. Bitte, Flop. Hm, geht das in Ordnung, Amma? Nun, wir hätten schon Zeit für eine Tasse Tee. Ja! Na dann komm, suchen wir nach den richtigen Farben. Los, komm, Sula. Hier. Oh, ja. Da sind alle Farben, die wir brauchen, Bing. Und Schwämme? Oh. Und Wasser. Wir brauchen das Wasser, damit wir die Farben auf dem Schwamm nicht vermischen. Und den hier brauchen wir, damit ich mein angemaltes Gesicht sehen kann. Yep. Ach, der Tee ist fertig, Flop. Also, was für eine Gesichtsbemalung möchtest du haben, Bing? Das ist eine Überraschung. Oh. Nicht gucken. Okay, aber ihr ruft uns, wenn ihr fertig seid. Ja. Freust du dich, dass Sula dein Gesicht anmalen wird, Bing? Ja, das tut er. Ja. Na gut, wir sind dann drüben. Also, Bing, was soll ich dir denn heute auf dein Gesicht malen? Ich will kein Schmetterling. Aber warum denn?
Schmetterlinge sind so schön, Bing. Ich will ein Dinosaurier. Ein Schmetterlingsdinosaurier? Nein, nur ein Dinosaurier. So wie der Beißisaurus. Aber Schmetterlinge kann ich am besten. Dann will ich keine Gesichtsbemalung, wenn ich kein Beißisaurus kriege. Warte, warte, warte. Ich kann auch einen Dinosaurier. Setz dich wieder hin. Okay. Der Beißisaurus ist grün. Ich weiß, ich weiß. Kann ich mal sehen? Halt still, Bing! Du, 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 du. Perfekt. Genau wie der Beißisaurus. Still sitzen, Bing. Für die Nase muss man nämlich wirklich ganz richtig gut sein. Du bist gut im Gesichter anmalen, Sula. Ich weiß. Noch ein bisschen hier. Ups. Was? Nichts. Es sieht toll aus. Genauso wie der Beißisaurus. Weißt du, der Beißisaurus kann ein ganzes Haus in einem Bissen essen, wenn er will. Halt still, Bing. Oh ja. Ist das lila? Ja, aber doch nur ein bisschen. Aber der Beißisaurus ist nicht lila. Aber Bing. Lass mich sehen. Nein. Sula. Jetzt habe ich lila Flecken. Es sieht gut aus. Guck. Bing, guck doch mal. Es gefällt mir nicht. Der Beißisaurus ist grün. Nein, Bing, hör auf. Jetzt hast du alles verwischt. Du liebe Güte, was soll denn hier das ganze Geschrei? Sula hat mein Beißisaurus lila gemacht. Bing hat die ganze Farbe verwischt. Ich wollte nur grün. Es gibt doch lila Dinosaurier. Oh, Bing ist schuld. So. Und was machen wir jetzt mit euch beiden? Ich will nicht mehr mit Sula spielen. Oh. Ich will nach Hause. Okay, nun dann gehen wir nach Hause, sobald ich meinen Tee ausgetrunken habe. Oh, sieht so aus, als hätte die Küche auch etwas abbekommen. So, Bing, was wolltest du denn für eine Gesichtsbemalung? Den Beißisaurus. Den habe ich ja gemacht. So, wie muss der Beißisaurus denn aussehen? Er hat ganz spitze Zähne. Oh. Zähne. Etwa so? Mal sehen, mal sehen. Oh, oh, oh. So geht's. Was für ein gruseliger Dinosaurier, Bing. Ich bin der Beißisaurus. Bing. Oh, war das etwa noch ein gruseliger Dinosaurier? Nein. Nein? Na dann. Flop? Ja? Kann ich auch so spitze Zähne haben, bitte? Aber natürlich, Sula. Oh, Sula, jetzt bist du ein Beißischmetterling. Du siehst aus wie ein Beißischmetterling, Sula. Und du siehst aus wie der Beißisaurus, Bing. Der Beißischmetterling wird den Beißisaurus beißen. Ich bin der Beißisaurus. Also dann... Ich habe meinen Tee jetzt ausgetrunken. Sula, möchtest du nach Hause? Oh nein! Wir haben so schön gespielt. Können wir noch etwas länger bleiben, Amma? Sula hat mein Beißisaurus noch nicht fertig gemalt. Das ist nicht schlimm. Dein Beißisaurus ist jetzt perfekt. Flops aber noch nicht. Oh, das bitte, mit deinem dürfen Sie dein an Gesicht anmalen, bitte. Das klingt nach viel Spaß. Ja. Soll ich hier sitzen? Hallo. Sula kam heute zu Besuch und sie war ein schöner Schmetterling. Sie durfte mein Gesicht anmalen. Ich wollte so grün sein wie mein Beißisaurus. Aber Sula hat mir lila Flecken ins Gesicht gemacht. Und das hat mir nicht gefallen. Also habe ich die Farbe verwischt. Und Sula war böse auf mich und wollte nach Hause gehen. Aber dann hat Flop mir spitze Zähne gemalt. Genauso wie beim Beißisaurus. Und dann hat Sula auch Zähne gekriegt. Danach haben wir Flop bemalt. Jetzt ist er Floppetivusch. Manchmal, da kannst du einfach neu anfangen und bist dann gar nicht mehr böse. Gesichter anmalen, das ist Bings Ding. Floppetivusch. Yeah. Impfung. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, spielt Bing heute Doktor. Und Flop ist auch da. Ja, herein. Morgen, Dr. Bing. Setz dich hin und ich gebe dir eine Impfung. Ja. Weißt du,
was eine Impfung ist, Flop? Ich sag es dir, das ist Medizin. Sehr wichtig für deinen Körper. Und dann wirst du nicht mehr krank. Oh. Und danach bekommst du einen Aufkleber. Nun, das klingt toll. Bereit? Ich denke schon. Oh. Schon fertig? Ja, fertig. Das hat ja gar nicht so weh getan, wie ich gedacht habe. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, für deine Impfung in die Klinik zu gehen, Bing. Okay. Guck mal, Flop, eine Drehlichttür. Oh, Vorsicht, wir warten besser, bis sie aufhört, sich zu drehen, Bing. Jetzt können wir reingehen. Yep. Drehlichttür, dreh dich rundherum. Hi, Bing. Sula ist hier, Flop. Oh ja. Hallo, hallo Sula. Hallo, Flop. Hallo, Amma. Ich kriege heute meine Impfung. Oh. Ich auch. Hm. Hallo, Sula. Hallo, Dr. Molly. Hallo, Bing. Ich bin Dr. Bing. Meine Güte, das tut mir leid. Ja, Dr. Bing. Ich bin jetzt bereit für meine Impfung, bitte. Schön, dass du so enthusiastisch bist, aber von Doktor zu Doktor sollten wir vielleicht besser nach der Liste gehen. Oh. Was bedeutet, die nächste ist Sula. Bist du bereit, Sula? Ich will meine Impfung lieber doch nicht haben. Oh. Keine Angst, Sula. Es ist nur ein ganz winziger Pieks. Und dann bekommst du einen ganz besonderen Hoppity-Wusch-Aufkleber. Sula! Ich wäre dann soweit, Sula. Oh, okay. Na komm. Oh. Ja. Denkst du, Sula hat ihre Impfung jetzt schon bekommen, Flop? Ich weiß es nicht. Denkst du, es tut sehr weh? Ein kleines bisschen, aber gar nicht lange. Guck mal, Bing. Ich habe ein Hoppity-Wusch-Aufkleber. Oh ja! Gut gemacht, Sula. Oh. So, als nächstes habe ich einen Dr. Bing auf meiner Liste. Das bin ich. Komm schon, Flop. Ein SWB. Ein sehr wichtiger Bing. Na komm, Sula. Tschüss. Wir sehen uns, Amma. Tschüss, Sula. Bing. Tschüss, Flop. Komm schon. Ach, du liebe Güte, hoffentlich sind wir nicht zu spät. Oh, hi, Bing. Hallo, Bing. Hi, Pando. Ich bekomme jetzt endlich meine Impfung. Ah, Pando, du bist hier. Gut, setzt euch bitte. Du bist der Nächste. Okay. Nun, Dr. Bing. So, setz dich hier hin, Dr. Bing. Gleich neben Flop. Kann ich Hoppity halten? Sicher. Es ist nur ein ganz winziger Pieks. Ich muss nur deinen Ärmel ein wenig nach oben rollen. Genau so. Ich finde, du bist ein ganz toller Doktor, Dr. Bing. Wirklich. Richtig toll. Ist die Medizin jetzt schon in meinem Arm? Ja. Das hat fast gar nicht wehgetan. Dann ist ja alles bestens, Bing. Du hast jetzt einen meiner ganz besonderen Aufkleber verdient, oder nicht? Oh, bitte. Ja, bitte. Hier. Oh, wie wär's mit diesem hier? Nein. Einen ganz besonderen glänzenden mit Hoppity Wusch, bitte. Oh, jemine. Ich glaube, von denen habe ich keinen mehr übrig. Aber hier, ein lustiges Gesicht auf einer Rakete. Danke. Oh, danke, Molly. Danke, Flop. Aber ich wollte einen ganz besonderen, glänzenden Hoppity-Wusch nach meiner Impfung. Oh, das tut mir leid, Bing. Das ist enttäuschend. Ja, enttäuschend. Pando, du bist der Nächste. Aber ich will meine Impfung nicht. Es tut sicher weh, genauso wie bei Bing. Ich frage mich, ob Dr. Bing vielleicht mit Pando sprechen sollte. Pando. Meine Impfung hat echt nicht wehgetan, Pando. Fast gar nicht. Das hat es doch, Bing. Du bist traurig. Ja? Aber ich wollte einen ganz besonderen, glänzenden Hoppity-Wusch aufkleben. Oh. Deine Impfung tut vielleicht nur ein kleines bisschen weh, wenn der Doktor die Medizin in deinen Arm macht. Aber dann bekommst du den Aufkleber wie diesen hier. Das ist okay. Mir gefällt der. Ah. Meinst du, du bist jetzt bereit, Pando? Ja, ich denke schon. Gut,
Na dann komm. Dr. Bing, ich habe nicht viele Patienten, die auch Doktor sind. Ich hätte fast vergessen, dir das hier zu geben. Hier. Was ist das? Das ist ein Zertifikat, das beweist, wie toll du das heute gemacht hast. Und hier ist Platz für deinen Namen. Oh ja! Dr. Bing. Hoppetiwusch! Es ist ein Hoppetiwusch-Zertifikat. Flop, oh, guck mal! Ein Zertifikat? Danke, Molly. Nein, danke dir, Dr. Bing. Dann ist ja alles bestens, Bing. Doktor, kriege ich jetzt bitte meine Impfung? Oh, ja, Entschuldigung. Hallo, ich habe heute meine Impfung bekommen. Aber Dr. Molly hatte keinen besonderen, glänzenden Hoppetiwusch-Aufkleber mehr. Und ich war sehr enttäuscht. Pando hat gedacht, meine Impfung hat wehgetan und hat Angst gekriegt. Also habe ich Pando gesagt, dass meine Impfung fast gar nicht wehgetan hat. Und dann habe ich von Dr. Molly ein ganz besonderes Hoppetiwusch-Zertifikat bekommen. Hier. Zum Arzt gehen. Das ist Bings Ding. Und ich bin Dr. Bing. Laubbilder. Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, ist Bing heute im Wald und Flop ist auch da. Hallo! Okay, ihr lauten Rabauken. Wer ist bereit, heute Künstler zu sein? Ich bin bereit, Anna. Ich bin Weltmeister im Künstler sein. Wie ist man denn ein Künstler? Ach, nun, heute machen wir ganz besondere Bilder. Oh. Und wir nehmen uns diese hübschen Herbstblätter zu Hilfe. Oh, wie schön. Zuerst muss jeder von euch sein eigenes, ganz besonderes Blatt finden. Oh okay. Ja. Bereit? Auf die Plätze. Fertig? Los. Oh. Nein. Oh. Braun. Ich hab eins. Das ist ein Eicheblatt. Oh. Wieso? Weil es von einer Eiche ist. Guck! Oh. Eichen haben ringelige Blätter. Das stimmt, Sula. Oh, ein oranges. Oh, ich liebe dieses Rote. Oh. Komm zurück, Blatt. Lass das, Wind. Ah, ich hab's. Gut gemacht, Bing. Orange. Tada! Ahornblatt. Oh. Es ist rot, orange, gelb und grün. Oh. Es ist das schönste Blatt der Welt. Oh, ja. Na, wo sind meine Künstler? Wir sind hier. Ja. Wie schön. So, jetzt nehmen wir unsere Blätter, bucklige Seite nach oben. Okay. Oh. Und dann legen wir ein Blatt Papier darüber. Oh. Bing, das sind zwei Blätter. Oh, du kannst das hier haben. So richtig, Amma? Genau so, Sula. Alles okay, Pando? Yep. So, jetzt suchen wir eine Farbe aus. Ich will den Braunrot. Okay. Wir halten das Papier fest und dann reibt ihr mit dem Stift vorsichtig über euer Blatt. Genau so. Seht nur. Oh, guck mal, mein Blatt, Flop. Oh, ja. Komm zurück, Blatt. Oh, gut gefangen, Bing. Sehr schön, Coco. Ja, fertig. Oh, nun, das ging aber schnell. Möchtest du noch eines machen? Jep. Ich mache ein richtiges Regenbogenblatt daraus. Aber es gibt ja keine Regenbogenblätter. Wenn man ein Künstler ist, kann man sein Bild malen, wie man möchte. Oh, braun, Pando. Schon wieder, Pando. Jetzt male ich mit Lila. Oh, Pando, kann ich bitte Lila haben? So eine freche Brise. Oh, nein. Bing, du bist auf mein Bild getreten. Oh, je. Oh, Bing, jetzt ist es ruiniert. Nein. Ich wollte es aber doch nur retten. Und Coco, du bist wütend. Oh, tu. So, was ist denn passiert, Coco? Bing ist auf mein Bild getreten. Oh. Mhm. Was ist passiert, Bing?
Der Wind hat Kokos Bild davon geweht. Mhm. Und ich habe es für sie gefangen. Nun, das war lieb von dir, Bing. Denkst du, Coco weiß, dass du versucht hast, zu helfen? Nein. Das war mein schönestes Blatt. Oh. Ich bin auf dein Bild getreten, Coco. Aber entschuldige, dass du wütend bist. Vielleicht wären wir alle etwas wütend, Bing, wenn jemand unser Bild kaputt macht. Auch wenn er nur helfen wollte. Ja. Kannst du es wieder unkaputt machen? Oh, Bing. Wir können Kokos Bild nicht unkaputt machen, Bing. Aber manchmal kann ein echter Weltmeisterkünstler ein Bild sogar noch schöner machen. Oh, ich denke schon. Du kannst jetzt lila haben, Coco. Ich bin Weltmeister im Künstler sein. Oh. Lila erst, dann dunkelblau. Oh, blau und grün, Bing. Hier, Coco. Oh, danke. Hellblau, grün. Und gelb genau. Hallo. Leuchten bunt am Himmel oben. Das ist unser Regenbogen. Dein Fuß wird jetzt ein Regenbogen, Bing. Auch orange und rot muss sein. Alle Farben schimmern fein. Leuchten bunt am Himmel oben. Das ist unser Regenbogen. Dann ist ja alles bestens, Bing. Und bei dir auch, Coco. Dürfen wir es alle ein Fußabdruckbild machen? Ja, komm schon, Bing. Hallo, wir waren heute im Wald. Und wir waren richtige Künstler. Und wir haben Laubbilder gemacht. Und meins war orange. Und Coco hat ganz viele Farben benutzt. Dann hat der Wind Kokos Bild weggeweht. Aber ich bin mit dem Fuß draufgetreten und Coco war wütend und ich hab mich entschuldigt. Aber dann hat Coco meinen Fuß ausgemalt wie ein Regenbogen. Und dann haben alle Fußabdruckbilder gemacht. Wenn du ein Künstler bist, kannst du deine Bilder so malen, wie du willst. Bilder malen. Das ist Bings Ding. Und Kokos Ding aber auch.